So, meine Damen und Herren, mit einem kaputten Wagen sind wir jetzt zu Brücki gekommen. Brücki war mal auch lange nicht mehr gewesen, haben wir ja bloß gesehen, als wir uns Treffen gehabt haben. Sonst haben wir Brücki ja überhaupt nicht mehr gesehen. Ich weiß nicht, das Spiel mach's mal so, ja. Und persönlich haben wir Brücki lange nicht mehr gesehen. Ich bin mal gespannt. Ira, keine Fragen, das ist ein Zusatzauftrag, bin ich mal gespannt, was uns erwartet. Alles klar. Die Bullen haben die Autos beschlagnahmt, die mal den Wichsern vom Schlachter gehört haben. Ich nehme sie auseinander und schicke die Teile meinen IAA-Brüdern. Schleich dich in die Verwahrstellen, klau die Dinger und schaff sie her. Nicht leichter ist das, oder? Drei rote Dinger. 800 Meter jeweils fahren, hin und her, naja, Mein Wagen ist schon wieder ganz. Da qualmt auch nicht mehr, finde ich geil. Ja, wir kommen erstmal wieder zu einem neuen Part von Mafia. Ach, hier vorne geht's hin. Ja, sehr ordentlich, dieser Schrottplatz. Mein Handy hat, glaube ich, mein Handy hat wirklich nicht vibriert. Das war ein bisschen komisch gewesen, wenn es vibriert hat, weil es hängt da. Ach nee, ich bin ja. Ich habe eine Decke nämlich um. Nein, mir ist nicht kalt. Ja, es scheint die Sonne. Ja, es ist warm draußen. Aber ja. Nee, jedenfalls merke ich das so, man muss das glaube ich auch hören, ich weiß es nicht. Nein! Wenn ich mich jetzt hier festgefahren hätte. Ja, das wäre es gewesen. So, Face. Ja, letzten Part habe ich das mal angesprochen gehabt, was in einem Livestream, ich glaube vom 8. oder 12. Nee, ich glaube vom 8. oder 7. oder 8. Wurde das angesprochen, jo, kannst mal ein bisschen vorbeigefahren. Aber dafür haben wir doch hier, gucken, das kostet 4000. Wenn ich jetzt einfach rein, ich weiß es nicht. Wir gehen einfach mal rein, wir gucken mal, was passiert. Was machst du so? Ah, Schein, gleich da ist. Geh mich hier mit der Polizei an. Achtung, es gab ein Fischungsdelikt mit Sophie. Der mutmaßliche Täter wurde als männlicher Schwarz. Fuck! Alle verfügbaren Einheiten, bitte bestätigen. Ach du leck mir am Hobel. Ich möchte aber jetzt ungern 4000 ausgeben, weil ich bekomme dann nicht mehr so viel Geld, das weiß ich doch jetzt schon. Ach komm. Schaff mir diese verfickten Bullen in Point Verdun vom Arsch. Ja gut, habe ich jetzt eben 4000 ausgegeben. Ist jetzt richtig mistig gewesen, aber okay, gut. So, komm, neuer Wagen, neuer Wagen. Ein 1,6 Kilo. Schade. Also ich hätte jetzt gedacht, dass ich das vielleicht noch in dieser Polizeivermittlungszeit hinkriege. Oh Junge, wenn deine Mutter dich jetzt sehen könnte. Aber das kriege ich nicht. Innerhalb von einer Minute 1,6 Kilometer fahren.
Das wird hundertprozentig nichts. Wir haben jetzt noch 60 Sekunden Zeit, nicht mal. Ich möchte jetzt pro Auto... Hä? Wollt ihr mich verarschen? Was soll denn das denn bitte jetzt? Hätte ich es ja doch schaffen können. Also so kriege ich das sicherlich nicht mehr hin. Also hätten sie mir vorher das Ziel gezeigt, dann wäre es kein Problem gewesen, innerhalb von einer Minute noch in die Polizeistation reinzugehen, das Auto zu nehmen und rauszufahren. Aber jetzt? Nee, nee, nee. 7 Sekunden, vergiss es. So, Zeit vorbei. An alle verfügbaren Einheiten. Verdächtige Personen sind ausgesichtet. Officer hat Verfolgung aufgenommen. An alle Einheiten. Der Verdächtige... Schaff mir diese verfickten Bullen in Point Verdun vom Arsch. So, gucken. Jetzt habe ich wieder 1,5, also 2 Minuten Zeit. Das wird relativ knapp. Zum letzten Mal habe ich angesprochen, was alles so an Projekten relativ neu ist. Mist. Ich hätte reinfahren müssen. Es gibt natürlich jetzt auch neu eine Liste mit allen Livestreams, Musik, die unter meinem unten im Livestream drin stehen. Das wäre geil, wenn hier ein Auto stehen würde. Komm. Kann ich wieder vergessen. Meter. Nee, nee. Das Spiel kann mich echt nicht leiden, das sage ich euch. Ja, Alter, was ist denn hier los? Ist das verbuggt oder was ist... Was geht hier los? Erst anders herum, dann so herum, dann dies herum und... So. Wir haben ja auch relativ gutes Geld noch. Also, wir haben auch relativ viele Waffen schon. Hier dann nur noch nach Munition eben, dass wir eine Munition ausgeben müssen, aber sonst ist ja unser Geld eigentlich auch schon gut angelegt. Das Einzige sind ja eben die Rennen, wo jetzt das ganze Geld noch reinfließen ordentlich kann und rausfließen kann. Ist natürlich jetzt relativ... Wir müssen eigentlich mal wieder Rennen machen. Wir haben extrem lange keine Rennen mehr gemacht. So. Die Beine hier. Die Polizei ist ja natürlich schon weg. Wer hätte das gedacht, aber 700 Meter noch. Nein, die Polizei versucht da nicht abzuhängen. Weil das kriege ich nicht hin, das sage ich euch jetzt schon. Beziehungsweise es ist nicht ganz so einfach, wie man sich das vielleicht denkt oder so. Jedenfalls nicht so einfach wie in GTA. Ich kann es einfach mal probieren. Ich kann das Ganze dann nochmal aufnehmen. Schickt ein paar Männer! An alle verfügbaren Einheiten. Verdächtige Person zu Fuß gesichtet. Officer hat Verfolgung aufgenommen. An alle Einheiten. Code 16. Officer im Einsatz verletzt. Komm, steig ein, steig ein, steig ein. Nee. Enter. Kannst du dich mal um die Cops in Southdowns kümmern?
Ich wäre sofort instant gestorben und wer wüsste, wo ich gelandet wäre. Das hätte ich nie ausprobieren wollen. So, dann sehen wir uns natürlich gleich auf dem Schotthof wieder. Okay. So, hallo Leute, willkommen hier. Ja, schön. Lass mich die Polizei hinterherfahren, lass mich zuerst noch den Wagen zerstören, lass mich noch von anderen Leuten umbringen wollen und lass mich am besten noch den anderen Wagen hier explodieren. Warum auch nicht, nicht wahr? Ach, ich hab keine Munition mehr. Hier kommt die richtige Polizei. Jetzt blutet er. Alter, was geht denn hier? Und ich habe keine Munition mehr. Nice, das ist natürlich das, was sich jeder wünscht. So, da bin ich wieder. Wir gucken mal, Polizei. Drüben, bestechen. Schaff mir mal einer die Gesetzeshüter vom Arsch in Point Verdun. Alter, ich habe so viel Geld jetzt ausgegeben. Weil ich habe vorhin gedacht so, jo, okay, das sieht ja so aus, ob ich da drunter springen kann und dann landete und das flutsch gemacht, da war ich im Wasser, ihr habt's ja gesehen. Ich glaube, ich hoffe mal, ich hab's reingeschnitten. Ich wollte das nicht. So, ich würde aber auch sagen, nach diesem kleinen Part, diese Parts passiert einfach nichts mehr. Hier passiert einfach im Moment gerade nichts viel, weil ich auch, nicht gerade die größte Lust. Machen wir es mal so, es ist gerade so, so lala Aufnahmen. Wisst ihr, wie ich das meine? Es ist keine so, nein, ich habe keinen Spaß Aufnahmen, nein, es ist aber auch kein Sprinkler aus dem Fenster Aufnahme. Ich habe mir gedacht, so, zwei Aufnahmen können wir jetzt nice machen. Habe ich gerade Lust da drauf? Was habe ich denn jetzt bekommen? Ich habe nichts zum, achso, kehre zurück, okay. Ich hoffe, ich bekomme jetzt ein bisschen Geld. Weil man habe ich jetzt 4x4, 5 ausgegeben. Das heißt, 4x4 sind 8, sind 16, das sind 18.000. Was erwarten denn die Scheiß-Cops? Wenn die ihre Autos einfach da stehen lassen, ist es unsere gottgegebene Pflicht, sie zu stehlen. Okay. So, ich habe erstmal eingefallen wieder. Was ist denn? Keine Fragen. Achso, ich klaue ja allgemein nur für den. Okay. Ja gut, aber auf Klauen habe ich im Moment keine Lust. Also, würde ich sagen, lassen wir mal Bulky jetzt und klauen uns ja aber dafür sein Bild. Oh, ich höre Mücke. So, dann würde ich sagen, wenn es dir ganz gut gefallen hat, gebt einen Daumen nach oben, wenn nicht einen Daumen nach unten. Schreibt in die Kommentare, ob ihr davon mehr sehen wollt oder auch nicht. Und dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Sagt euer Mann das Wort. Ciao, ciao.